Küsse von jedem Herz, Augen, die mir diesen Döner empfohlen haben. Und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Format. Drei Städte, drei Döner. Wir fahren heute nach München, nach Karlsruhe, in eine Kleinstadt. Auch Kleinstadt, der ist am Start. Haut mir eure Kleinstädte rein. Gibt sogar ein extra Format noch dafür, wo ich nur Kleinstadtdöner esse. Nach Stein. Wir werden den Lieblingsdöner von The Franklin testen. Wir werden in Karlsruhe tausende von Malen, also leicht übertrieben, aber ihr habt so oft reingeschrieben, Kebabi werden wir testen. Und einen Undercover-Agenten, Memoli aus Stein. Das sind natürlich die Kronjuwelen der jeweiligen Städte. Wir testen nur die besten Döner. Deshalb erwarte ich wirklich heute unter Umständen den besten Döner und schreibt mir euer Kommentar rein für den besten Döner Deutschlands. Es gibt einen Gutschein zu gewinnen. So, und wir ballern jetzt los dahin. Ja, und dann gucken wir mal, wer der König der drei Städte wird und unter Umständen der beste Döner Deutschlands. Habe die Ehre, Jürgen. Was geht? Servus, mein Lieber. Jürgen zeigt mir seinen absoluten Lieblingsdöner, die Top Nummer 1, das Gourmetstückfilet von München. Ja, Mann, auf jeden Fall, Digga. Also für mich persönlich Nummer 1 in München. Ich bin mal gespannt, was du dazu sagst. Denkst du, es ist sogar der beste Deutschlands? Erkennst du besseren? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube ehrlich gesagt nicht, ne? Schau einfach mal gleich mal die Auslage an, mein Lieber. Also, magst du Falafel oder magst du Fleisch? Ich mag auch Falafel, sehr gerne. Falafel sind ja auch Chocuzel, sag ich dir. Ja? Ja, Mann, wirklich, die sind sehr, sehr geil. Okay, aber bei uns gibt's Döner, kein Falafel, Leute. Wir werden mal direkt in den Laden reinschauen. Okay. Das sticht dann gleich ins Auge, das sieht einfach ansprechend aus. Hier hast du frischen, geilen Hummus. Hier oben hast du leicht frittiertes Gemüse, was auch noch reinhaben kannst. Hier hast du einen schönen Schafskäse und sowas. Frische Zitronen, die werden auch reingepresst. Mmh. Das sieht sehr vielversprechend aus, Jürgen. Ja. Sehr vielversprechend. Ich sag dir, wie es ist. Und da ist auch schon hier Gemüse mit drin, ne? Gemüse eingearbeitet. Aber den macht ihr selber, den Spieß, ne? Nein, den macht ihr nicht selber? Ach so, also den kriegt ihr von der Firma. Okay, aber euren Kalbsschuss, macht ihr den selber? Wenn der Typ da ist, ja. Ihr habt einen eigenen Fleischer, der das für euch macht? Ja, der ist ein Bekannter von euch. Ein Bekannter von euch. Die Butter oder was das? Ja, Kräuterbutter ist es, ja. Kräuterbutter? Ja, genau. Ah, krass. Bei dem Brot machen die noch Kräuterbutter drauf. Kenne ich sonst eigentlich nur von Burgern, dass sie das Burgerbun noch mal mit Kräuterbutter drauf. Aber das beim Döner richtig geil. Also erstmal, was ich geil finde, eine Frage so für mich. Ich habe mich schon immer gefragt, Dönerläden, die auch Falafel haben, die haben ja oft auch Hummus da. Ob das auch im Döner schmeckt. Und die machen mir das hier rein. Julian sagt, das schmeckt heftig. Hummus im Döner macht es einfach nochmal saftiger. Hummus mit Fleisch ist halt auch eine geile Kombi, muss man einfach sagen. Kommt sehr, sehr nice. Also erstmal von der Optik so. Fleisch muss ich erstmal sagen, nochmal, das war eben nicht so ganz klar. Kalb kriegen die direkt vom befreundeten Schlachter aus der Region. Das Hähnchen ist auch nicht so eine Massenproduktion, sondern es ist wirklich einer, der das auch hier in der Region extra für die herstellt. Wir haben Jalapenos drin. Wir haben gebratenes Gemüse drin, gefrittiertes. Mit Jalapenos feiere ich sowieso sehr mit der Kombi jetzt mit Hummus. Einfach gespannt. Oregano haben die noch drüber gemacht. Ich sage also auch, die Kombi nimmt es mal mit Jalapenos. Ihr habt gleich ein ganz anderes Geschmackserlebnis als ein Standarddöner. Weil durch diesen Hummus, ich möchte jetzt nicht sagen dieses Dumpfe, weil sich das negativ anhört. Ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Aber das ist einfach eine ganz andere Komponente, die man im Döner nicht kennt. Und ihr habt halt direkt auch dieses Oregano und dazu dieses, die Jalapenos, die auch eine Säure geben. Und diese Schärfe direkt, was sie am Anfang sofort aufhält. Das Ding ist wirklich, finde ich, wie eine Achterbahn an Geschmack. Und das ist, finde ich, ein Döner für Menschen, die schon viel Döner probiert haben. Die Leute normal, nee, nicht schon wieder Bock auf Döner, immer das Gleiche. So, die müssen mal das hier fetzen. Ja. Brot finde ich geil. Das ist ja leicht mit der Butter angedingst. Ja, merkt das mit der Butter. Das hat das Feeling auch, wenn ich Brot zu Hause in der Pfanne mache, zum Beispiel auch so indisches Brot, das man mit Butter einfette. Das hat genau diesen Style.
genau diesen Beigeschmack, diesen buttrigen, leckeren Beigeschmack. Also, ihr müsst auf jeden Fall Holle abonnieren. Der Meister aller Klassen betet gerade den Müllgott an. So, du Eminem, jetzt möchtest du mal einen Double Time hier sehen. Der Double Time kommt am Ende des Videos. Wir gehen jetzt erstmal wieder los, testen den letzten Döner. Julian, für dich ist auch Schicht im Schacht. Bewertung mit dir zusammen am Ende des Videos. Okay. Und ja, wir gehen jetzt erstmal los. Wir sehen uns am Ende des Videos mit der Bewertung mit Julian. Ganz nebenbei, unbezahlte Empfehlung für den guten Jochen. Danke für die gute Abendlektüre. Ich sag's euch, wer sich für Mindset interessiert, das ist ein heftiges Buch. Spiegel-Bestseller, Platz 8, glaube ich jetzt sogar. Ja, kann ich euch empfehlen. Und jetzt geht's weiter zum nächsten Döner. Also, wir sind bei Kebabi am Start. Auch, glaube ich, Leute, seit 100 Jahren habt ihr mir das empfohlen. Kebabi in Karlsruhe. Ich habe schon mal reingelinst. Ich kann drehen. Sieht special aus. Burger-ähnliches Dönerbrot. Ganz special. Rein optisch sticht es raus aus dem Standardkreis. Wir gucken, es ist eine Riesenschlange, aber ich kann natürlich auf VIP-Basis mich ein bisschen vordrängeln. Muss man sagen, kann der Feinkostdöner aus Wolfsburg, muss ich sagen, nicht böse gemeint, einpacken, so von der Auswahl. Ne? Die haben da ja auch Walnüsse und und. Aber hier hast du eine Auswahl. Das ist Subway hoch 5. Also du kannst dir hier alles drauf machen. Also wir haben den Chef hier am Start. Ich sehe direkt, erster Eindruck von mir. Ich suche immer nach dem, was besonders ist. Ne? Was ist das für heftiges Brot? Sei mal ganz ehrlich. Wir backen alle 7 Minuten frisch. Alle 7 Minuten macht er es frisch. Oha, das kommt direkt frisch rein, ne? Direkt frisch, genau. Habt ihr selber das Rezept ausgedacht? Alles klar, alles selber. Ja? Unser Fleisch. Macht ihr das selber, das Fleisch? Ja, alles selber. Alles, was du hier siehst, ja? Alles, was du hier siehst, ist alles selber eigentlich. Ach, macht ihr das vom Fleischer, lass dir herstellen, alles oder? Alles selber, alles selber. Ah. Alles selber. Okay, das musst du aber noch mal genau erläutern, weil da schummeln manche, ne? Dann nehme ich dich ins Kreuzfeuer. Habt ihr einen eigenen... Wir haben eine eigene Produktion. Eigene ja? Produktion habt ihr? Ja, eine kleine Produktion. Das heißt, wir produzieren nur für uns selber. Ah, okay. Das heißt, das ist Hochrippe, ja, vom Kalb. Hochrippe ist das, ja. Vom Kalb, ja. Das wirst du aber auch gleich rausschmecken. Oh, ja. Ich möchte einfach mal, dass du das Fleisch mal pur probierst. Okay. Ja? Also Fleisch auch vom Döner, das zupft man einmal runter, das probiert man, guckt, wie das schmeckt. Das damals wie bei Pamphilia, da war so rein vom Fleischgeschmack bisher das absolute Nonplusultra. Guckt euch hier schon mal an. Das ist Fleisch. Ich sag euch nur so, das hat Potenzial. Jetzt müssen wir nur gucken, wie das im Döner schmeckt. Was habt ihr hier alles für 1000 Zutaten? Also wir machen das ja schon über 50 Jahre, beziehungsweise mein Vater. Mhm. Übrigens auch ist mein Vater. Ach, das ist dein Vater? Genau. Wir möchten Leute nicht mehr festlegen mit 4 oder 5 Zutaten. Ja. Das ist mein Sohn. Rotkraut, Weißkraut hier, weißt du, diese gestreckten Mayo-Soßen, ja, was wir ja alle haben. Ja. Ihr habt hier über 50 Zutaten. Es kostet keinen Aufpreis. Ihr könnt das Döner so zusammenstellen, ja, wie ihr wollt. Und kostet immer 6 Euro. Geil. Und das egal, was man will, alles kann man raus. Egal was, wir haben angefangen von einem Zucchini. Es ist egal, was du nimmst, es kostet prima gleich. Aber guck dir das mal, sieht so aus, als könnte man das als Gericht hier kaufen. Bei anderen Dönerläden ist das ein Gericht, ja. Kaufst du, kriegst auf den, ja, Teller, ja. Zahlst 5, 6 Euro, hier kriegst du es auf den Döner mit drauf. Auf den Döner, ja. Und dann stelle ich jetzt was Geiles zusammen. Da weiß ich echt gar nicht, weil es ist das erste Mal, dass ich das so sehe. Ich wüsste gar nicht, was ich jetzt nehmen soll. Da muss ich ein bisschen auf deine Empfehlung pochen. Also auf jeden Fall wenig Soßen, definitiv. Deswegen werde ich jetzt was zusammenstellen. Gerne. Und dann probieren wir mal. Ich hoffe, der Weg hat sich gelohnt. Machen wir fertig, ich bin gespannt. Gleich schon mal an, das ist ganz böse. Gutes Zeichen auch, wie der alte Leute gehen da essen. Das ist für mich immer. Die gucken noch ein bisschen mehr aufs Essen. Die wissen, was gut ist. Bin so heiß auf diesen Döner. Der sieht einfach mal so krass heftig aus. Ich sag es euch, ich kann es nur jedem empfehlen.
diese Jalapenos, die kenne ich nur von meinem bisher besten Chili-Cheeseburger. Das Video verlinke ich euch am Schluss. Nackige Chili, schöne Schärfe, da drin das Fleisch, einzigartig. Ist ein bisschen eine Täuschung. Ihr denkt beinahe, ihr habt da Hackfleisch, wie ist voller Konsistenz, weil so weich ein bisschen ist. Richtig weich, weich und lecker. Aber ihr habt Schichtfleisch, einfach mal Schichtfleisch, was butterzart ist. Das ist füreinander geschaffen. Als hätte Gott am ersten Tag gesagt, am Montag schaffe ich die Erde, am Dienstag dieses Brot. Das Brot butterig, süß, wie so ein Brioche-Brötchen. Wie ihr am Anfang gesagt habt, Burger-Style. Und das Fleisch, was auch, als hätte es in Butter gebellt. Da kommt diese Soße hinten rum. Ich beschreibe nicht. Da fehlen mir die Worte. Ich küsse von jedem Herz, Augen, die mir diesen Döner empfohlen haben. Der schmeckt, ich schwöre es dir, heftig. Die Jungs fragen mich eben von der Polizei, der fragt mich, ob der Kebabi schmeckt. Und ich muss euch sagen, Männer, das ist der heftigste. Also, na, das darf ich noch nicht sagen, aber er ist heftig. Lass ihn dir schmecken. Ja, ich danke euch. Na, schönen Dienst noch. Ciao, ciao. So werden die Jungs von der Polizei feiern, den Döner. Diese Abstimmung, dieser Soße, die einfach seinesgleichen sucht. Diese sahnigen Naturjoghurts, ich weiß nicht, was sie damit gemacht haben. Wartet aufs Ende vom Video, ihr kriegt meine Bewertung. Wartet ab. Assalamu alaikum. So, wir sind bei Memoli am Start. Danke auch nochmal für die Instagram-Hilfe. Ich habe mir auch noch bei Instagram Hilfe gesucht. Wir sind in Stein. Das ist eine Kleinstadt, die, also das ist direkt neben Nürnberg. Ich habe mich dafür entschieden, weil maximal viele Kommentare dazu waren. Und ja, das war mir dann wichtiger, als es direkt in Nürnberg zu machen. Also wir sind am Start, wir können drehen. Danke an die Instagram-Community, die hat hier direkt Bescheid gesagt nach der Umfrage. Also wir sind herzlich willkommen. Hier haben wir die netten Damen und Herren. Hallöchen. Hallo. Ihr habt eben schon gesagt, ihr habt hier nur Hähnchen, weil in Stein wollen die nur Hähnchen, ne? Ja, wir haben halt, wie gesagt, ein Jahr ausprobiert, hat nicht hingekauft. Kann man sagen, ist es ein Standarddöner oder ist das anders als Standard bei euch? Das ist ein Standarddöner. Ist ein Standarddöner. Ja. Okay. Aber halt, jeder hat seinen eigenen Gewürzen, also seinen eigenen Geschmack. Okay, also ihr habt auch eure eigenen Gewürze. Ja, klar. Also meine persönliche Meinung, wenn man nicht genau weiß, ob der Kalbsspieß gut schmeckt, weil er ein bisschen nicht so koscher vorkommt, dann nimmt man Hähnchen. Bei Hähnchen wie ich, die Wahrscheinlichkeit, dass es wenigstens gut schmeckt, ist höher. Also schon ziemlich spät, deshalb hier nicht mehr so viel am Start. Optisch ansprechend. Schön noch selbstgemachte Paste da drin. Die ist selbst mariniert, selbst gemacht. Laut der Aussage der Dame halt Standard, aber individuell Standard. Sagen wir erstmal so, was du an diesem Döner machen kannst, hast du richtig gemacht. Du hast ein krosses Brot, du hast eine schöne scharfe Soße drin, hast ein knuspriges Fleisch. Also wirklich, da, das sind so die Basics, die oft schon falsch gemacht werden. Die hast du auf jeden Fall schon mal perfektioniert. Also Fazit zu Memoli. Erstmal sehr sympathisch, Leute. Memoli ist ein Döner, wo jeder, der in diesen Döner geht, wird zufriedengestellt, kriegt einen leckeren Döner. Und bei diesem ganzen riesen Angebot an Dönern, wo man oft Mist kriegt, geht man in diesen Döner rein und kriegt einen leckeren Döner, der einfach, wie sie sagt, Standard, aber den Standard gut gemacht, für den du vielleicht keine 50, 100 Kilometer fahren würdest, weil fürs Top oben langt es nicht. 7,5 Punkte würde ich geben. Kann man, scheiß drauf. 7,5 von 10, wir gehen zur nächsten Bewertung. Also lieber Julian, an Ort und Stelle die Bewertung für dich. Ich würde jetzt mal einfach behaupten, das ist der beste Hähnchendöner, den ich bisher gegessen habe. Bei mir, ich mag einfach Kalb lieber, deshalb kann er nicht ganz zu den Top-Dönern gehören. Da müssen wir nächstes Mal den Kalb essen, aber von den Hähnchendönern ist er der beste, den ich gestern habe, mit einer 8,9 von 10. Gebe ich dir. Hähnchen habe ich noch nie so gut bewertet. Krass. Ja, einfach weil das Brot auch ganz brutal ist, diese Butternote dabei. Das ist einfach ein Feuerwerk an Geschmäckern. Yes, was hier das Entdeckungsreise. Ja, Mann. Und ja, da bei dem Döner kann man einfach nur sagen, selber probieren. Danke, Jürgen, für die gerne, Empfehlung. Gerne. Das freut mich. Ja, und auch bei diesem Video abonniert mir den Julian. Ich hab 5 Stunden Zeit geopfert, um 5-mal gesagt zu bekommen, abonniert diesen Julian. Jetzt gehen wir zu Kebabi nochmal zur Abschlussbewertung. Und zu der Bewertung von Kebabi. Von zu Hause, aufgrund dessen, das ist wirklich für mich, ich muss es im Nachhinein aufnehmen, weil es einfach so eine schwierige Bewertung für mich war. Ihr habt alle recht, es ist ein absoluter
Top-Döner. So viel kann ich euch schon mal sagen. Das Brot war, wie ich finde, glaube ich, das beste Brot, was ich bisher gegessen habe. Die Soßen waren, würde ich jetzt auch behaupten, die besten Soßen, die ich bisher gegessen habe. Das Einzige, wo ich sagen würde, da ist es noch nicht ganz auf dem Level, wie bei meinen Top-Dönern ganz oben, ist das Fleisch. Das Fleisch wird noch ein bisschen besser gehen. Aber Brot, diese Süße, diese Soßen, diese Auswahl an den ganzen Gemüsen, das ist krank gewesen. Es gibt aufgrund vom Fleisch, in Anführungsstrichen, das immer noch sehr gut war, sehr, sehr gut, aber trotzdem nur eine 8,9 Punkte. Danke euch fürs Zuschauen. Macht auch gerne die Glocke an, damit ihr immer Bescheid wisst, wenn ein neues Video an den Start kommt. Das würde mich freuen. Abo und Kommentar und einen Daumen oben und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Und schreibt mir auch, wie ihr dieses Format findet mit 3 Stück 3 Döner. Und bis zum nächsten Mal. Puff.